Diablo Immortal, was ich natürlich auch spielen muss. Ich habe mir hier endlich mal, witzigerweise war ich schnell genug, um auch meinen eigentlichen Namen, den ich immer online nutze, Caesar, zu nehmen und nicht auf Caesar ausweichen zu müssen, weil es den noch gab hier auf dem Server. Ich habe mir hier nur die Einstellungen so ein bisschen angepasst. Ja, vor allem, vielleicht ganz wichtig, das war das unter Allgemein? Ich glaube, es war unter Allgemein. Ich habe mir auch noch eingestellt, dass ich die Gegenstände automatisch aufsammle. Das ist super praktisch. Ich habe das Spiel auf dem Handy angefangen und habe mich da, also eigentlich spiele ich immer am PC und dachte so, Handy ist bestimmt kacke, aber von der Steuerung muss ich sagen, komme ich am Handy tatsächlich besser klar. Ich habe schon Mönch angefangen und jetzt hier am PC für die Aufnahmen den, was sind wir hier, Necro? Ich glaube, Totenbeschwörer. Genau, also man kann hier angreifen mit, nur wenn Gegner da sind, irgendwie mit der Leertaste oder eben mit dem linken Klicken. Das ist so ein bisschen doof, finde ich, weil ich manchmal einfach durch die Gruppen erstmal durchlaufen möchte, was nicht so gut klappt, weil er automatisch schon mit angreift. Deswegen finde ich das noch nicht so ganz optimal. Leertaste geht auch, aber wenn ich Leertaste drücke, läuft er trotzdem, ohne dass ich klicke, halt einfach dahin, wo die Maus hinzeigt. Das ist so ein bisschen... Ja, aber ja, ich werde mich dran gewöhnen, denke ich mal. Ich habe tatsächlich Diablo 3 gespielt, aber gar nicht so viel. Das hatte ich mal umsonst zu einem Jahresabo von WoW mit dazu bekommen. So, ich weiß gar nicht, was wir für Spells haben. Ich muss mich erstmal reinfinden. Ich habe nur das Anfangsvideo, haben wir jetzt leider hier nicht mit in der Aufnahme. Da werden wir von einem Bootsmann hierher gefahren. Ja, jetzt würde ich zum Beispiel einfach gerne hier weiter hinlaufen, aber ich muss halt dahinter klicken, damit ich überhaupt laufe und auch höre anzugreifen. Das ist ein bisschen nicht optimal, finde ich. Aber ich habe auf jeden Fall hier meine zwei Minions. Ihr seht sie hier. Das ist, glaube ich, die kommen nach und nach, wenn einer mal tot ist oder am Anfang war erstmal noch gar keiner da, da ist dann erst einer gespawnt. There is always more to comprehend. Ja, Voice-Over ist hier tatsächlich in Englisch, das gibt es leider nicht in Deutsch, aber... An outsider. Die Texte hier sind deutsch. Drawn where they do not belong. Yet you are to be late. Wortham is dead. Natürlich wollen wir Wortham retten, darum geht's ja. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Das ist natürlich immer der Tutorial-Teil. Also, ich kann mit Leertaste oder mit dem Mausklicken halt normal angreifen. Hier jetzt am PC die Tasten an. Das kann man sich halt auch alle umstellen. Aber typisch Diablo, ich bin jetzt kein Diablo, muss ich sagen. Wir sammeln hier automatisch auf, das ist super praktisch. Neue Fertigkeit ist verfügbar. Man kriegt hier am Anfang halt alles einfach mitgeteilt. Leichenexplosion können wir anlegen, legen wir uns hier vor damit auf die 1. Das nächste wird ab Level 8 freigeschaltet. Ihr seht es hier, das sind die ganzen Skills. Ich kenne mich noch überhaupt nicht aus, tatsächlich, muss ich sagen. Ich habe, wie gesagt, den Monk gespielt und noch einen Demon Hunter, einen Dämonenjäger habe ich noch mit getestet, so ein bisschen, seit es auf Handy verfügbar war. Aber ja, der Diablo Pro bin ich jetzt nicht. Ich fand das irgendwie immer zu simpel, wenn man so WoW gespielt hat. Aber es macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß, gerade seit jetzt dieser Teil raus ist. Und deswegen werde ich das wahrscheinlich ziemlich lange spielen. What's your purpose, stranger? I received word that Wortham had been attacked. The mayor requisitioned aid. What can I do to help? Was können wir machen, um zu helfen? Akarat blessed that man's soul. Those cultists you just carved through attacked the town and dragged our people towards the caves in the west. You here to aid us? Then help my men kill those bastards and bring back anyone who lives. Kill those bastards! Please, hurry! We'll guard the gates with our lives. I promise you. Okay, er beschützt hier die Tore mit seinem Leben. Wir können ja natürlich erstmal was ausrüsten. Die Steuerung, werdet ihr vielleicht auch merken, ist generell sehr ans Handy angelegt. Mit dem Mausrad zoome ich hier an meinen Charakter und kann hier nicht hoch und runter. Das muss ich sozusagen anklicken und hoch und runter ziehen, wenn man das am Handy mit dem Finger so machen würde. Ist eben die Beta hier am PC, aber dafür finde ich, das ist echt gut gemacht. So. Ich habe keine Leichen. Achso, ja, okay. Wie gesagt, ich habe mich mit dem Spell hier überhaupt nicht auseinandergesetzt. So, jetzt können wir hier Leichen machen und die explodieren nach. Das heißt, es muss immer einen Toten geben, damit ich das machen kann. I'll find the villagers. Okay. Oh.
Stufe bei dir. Das. Drücke Q, um Heiltrank zu verwenden. Ja, das. Fertig, bereit, ja. Da sind noch mehr, kommt alles her. Bitte schön. Das ist so ein bisschen schräg. Ich kann das tatsächlich, kann ich das scheinbar benutzen. Aber nur wenn da wirklich Leichen liegen, und sonst aktiviert er halt nichts. Das ist ein Ding. Aber vielleicht finde ich mich nochmal rein. Mal gucken. Trank brauchen wir bisher noch nicht. Ich bin tatsächlich am PC auch häufiger gestorben, weil ich mit der Steuerung nicht so gut klargekommen bin wie am Handy. Aber es ist ja eben auch optimistisch. Also ich bin da ganz beschwert. Ich bin froh, dass es das überhaupt am PC gibt. Das ist eben... Hallo, ich bin gerne gelaufen. Das ist eben ganz cool, dass wir es überhaupt ermöglicht haben. Das war ja gar nicht klar. Am Anfang sollte es ja nur für PC, nur für Handy kommen. Und PC haben sie, glaube ich, ein paar Monate vor offiziellen Release erst mitgeteilt. Und übrigens, das gibt es jetzt doch. Wir haben uns da, ne, gekümmert und das gibt es jetzt doch als Beta. Das synchronisiert auch, also alle schauen sich dann Handyspiele. Dann kann ich hier am PC auch spielen und der Fortschritt übernimmt sich da. Das ist ziemlich cool. Also, ne? Heute Abend zocke ich mal zum Beispiel, morgen muss ich nicht arbeiten und kann in der Pause einfach mal am Handy weiterspielen. Das ist super cool. Wir teilen uns mal gerade. So. Ultimative Fertigkeit voll aufgeladen. Ja, dann probieren wir die das direkt mal. Wenn ihr übrigens mal seht, ich kann ja die Tasten des Anamaus auch hier mit draufgelegt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die 3 auf der Tastatur drücke, kann ich richtig aussuchen, in welche Richtung das geht. Wenn ich das mit der Maus drücke, oh, wir sterben fast, jetzt erkläre ich zu viel. Wenn ich das mit der Maus drücke, dann nimmt er das automatisch in die Richtung, wo ich den Mauszeiger halte. Deswegen sehen wir dann den Bereich davon nicht. Da seht ihr dann, könnt ihr ein bisschen stalken, wie ich hier spiele, mit welcher Taste. So, die Schatztruhe nehmen wir natürlich mit. Ich glaube, wir haben schon wieder ganz viele Sachen, die wir anziehen können. Hätte ich mal... Das ist schlecht. Ich richte mich hier einfach mal nach den Pfeilen. So, die Details werde ich mir wahrscheinlich später erst angucken, was dann tatsächlich besser ist. Welches Satz ich überhaupt brauche. Da, wie gesagt, habe ich noch keine Ahnung. Aber das wird wahrscheinlich Thema sein für Max-Level für mich. Beim Leveln hier an sich werde ich einfach nur das nehmen, was offensichtlich angezeigt wird. Vielleicht ein paar kleine Sachen. Through your flesh, the Lord of Damnation shall have his bride. Behold the gift of Hell's new master. Oh, böse. Hat aber eine coole Stimme, muss ich sagen. Ich habe am Handy tatsächlich den Sound nicht an. Irgendwie hat sich das so ergeben, dass ich das besser einfach so nur spiele. Das hält die Sonne immer mit. Jetzt kommen hier noch ein paar andere. Beides benutzen. Okay, hier ist das ein Leiter. Das können wir doch kontrollieren bringen. So. Sehr schön. Das ist Dorfbewohner. Den befreien wir natürlich. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool, dass man die ganze Zeit mit diesen zwei Fuzzis hier rumläuft. Und scheinbar können die auch echt viel vertragen. Ich weiß nicht, ob die mich wirklich beschützen. Und aggro ziehen. Hat sie alle getötet. Ja, all right, friend. Tell me, do you have the strength to make it out of here? Yes, I think so. Wait, one of the others had a portal scroll, but we couldn't reach it. There it is. Come, let's leave this miserable place forever. Okay, er lässt uns hier raus mit einem Portal. Von der Story habe ich gelesen, ist das hier tatsächlich zwischen Teil 2, Diablo 2 und 3. Storymäßig bin ich aber überhaupt nicht im Bild, also gar nicht. Da kenne ich mich leider überhaupt nicht aus, deswegen ist das hier das Erste, was ich zur Story lerne. You know, I didn't thank you properly, friend. I'm Corin. Hi, Corin. The village's blacksmith. If you need to improve your armor or weapons, please see me. Okay, wenn wir unsere Waffen verbessern wollen, dann sollen wir zu ihm kommen. Wir können die hier auswählen alle. Ich weiß gar nicht, ob es eine Möglichkeit gibt. Ach, hier unten, da kann man tatsächlich hier auswählen, alles wieder, ne? Einfach alles. Das ist ja praktisch, das sehe ich jetzt erst.
Genau, dann kann man das wiederverwerten. Man bekommt hier diese Teile dafür. Die braucht man dann auch, um das aufzurüsten. Aber das kommt erst als nächstes, also nach dem Tutorial, glaube ich. Soweit sind wir hier noch nicht. Beim Licht ist das ähnlich. Ältester Kane kann uns bestimmt helfen. And despair for the sin of your existence will be bled away. Wow. Okay. Von ihm ist nicht mehr so viel übrig, glaube ich. Nothing remains but char. Nichts als Asche verbleibt, ja. Okay, dann müssen wir hier lang. Das ist übrigens auch super gut gemacht mit diesen Footsteps. Man wird überall hingeleitet, wo man hin muss. Man kann auch später verschiedene Quests hier tatsächlich auswählen. Und dann gibt es entsprechend zu der Quest, die man auswählt, die Richtung. Es gibt auch eine Autonavigation dann irgendwann. Das ist Remain ziemlich gut gemacht. Calm, everyone. We are not bereft of hope yet. Ja, bleib ruhig. Hello, friend. You've arrived at quite a difficult time. As you can plainly see, the townsfolk are ill at ease. But we should be safe enough here for the moment. No. My name is Deckard Cain. Hi, Deckard Cain. I'm a bit of a traveling scholar, one might say. Lyra here mentioned you saved Corin from the cultists before that sudden commotion in the square. Please, tell me everything. It seems dark forces have set their eyes upon Wortham. The cultist leader mentioned a Lord of Damnation, said he was seeking some prize. That face, wreathed in flame, could only have been his. Lord of Damnation. Things are far worse than I imagined. The forces of Hell are seeking a shard of the World Stone, an artifact with the power to create entire realities. 5 years ago, the demon lord Bale nearly brought all of humanity under his thrall using that stone. If the demons were to obtain even a shard of it, the result would be catastrophic. We cannot allow that to happen. Adventurer! Cain! The cultists are attacking the Western Gate! We need help holding them back. Da helfen wir doch sofort. Am westlichen Tor. Da rennen wir sofort hin. Meine beiden Skelettwachen helfen mir. Das ist ziemlich cool hier bei dieser Klasse. Ja, ja, wir helfen euch schon. Da kommt da hin. Ein bisschen tiefer ran, genau. Dann können wir das noch nicht benutzen. There must be another stronghold there. Don't worry about the town. Go. Show those cultists no mercy. Zeig keine Gnade. No mercy. Okay, dann gehen wir wohl dahin, um diese Kultisten noch zu erledigen, die sich hier... Oh, ein Schrein. Schrein der Verbindung. Man kriegt dann immer irgendwelche Buffs und Bonis von diesen Schreins. Das ist Schreinen? Schreins? Schreine. Schreinen. Ja, das ist ziemlich cool. So, aufsammeln ist hier durchlaufen bei den normalen Sachen. Die Ausrüstung, wie gesagt, muss man anklicken. Es sei denn, man stellt das so ein wie ich. Dass man hier eben automatisch lootet, das ist ziemlich cool. Das erleichtert es mir jetzt am PC hier, weil ich oft. Ich muss halt so ganz genau mit der Maus draufklicken. Und wenn da noch Gegner sind, dann klicke ich manchmal auf die Sachen, die ich looten will. Oder die ich gar nicht looten will. Aber ich klicke halt drauf, anstatt anzugreifen. Dann mache ich kurz Pause. Deswegen habe ich mir das jetzt so eingestellt. Bitte da rauslaufen. Ich soll nicht im Netz sein. Genau. Da sind blaue. Blaue sind auch irgendwie cool. Es gibt blau, lila und gelbe. Vielleicht gibt es auch noch andere. Ich habe die ganzen Blutschnitt. Aber die haben meistens coole Sachen zum Looten. So dass man da dann irgendwie. Ich würde ganz gerne dahin, dahin. Ja. Genau, die looten dann immer irgendwelche coolen Sachen, die ich übrigens auch mal anziehen müsste. Hier ist eine Kiste. Das nehmen wir natürlich auch gerne alles mit. Nach links müssen wir, aber ich glaube, hier unten war noch eine Kiste. Das ist jetzt so ein bisschen dem Wissen geschuldet, als ich mit dem anderen Char hier einmal alles aufdecken wollte. Aber hier ist auch noch eine Kiste, die nehmen wir natürlich gerne mit. Ich glaube, irgendwo war sogar noch eine dritte Kiste, aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt finde. Ich
wollte jetzt halt nicht so lange hier einfach nur rumlatschen, sondern primär erstmal hier die Story machen mit dem Char. Genau. Achso, wir wollen das einmal ausrüsten, was wir hier alles bekommen haben. Das legen wir natürlich an. Doppelklick geht leider nicht. Weil wegen Steuerung vom Handy, da musst du es halt anklicken und da gibt es ja keinen Doppeltap in dem Sinne. Doppeltipp. So. Aber keine Ahnung, vielleicht kommt das irgendwann noch mit einem Update. Aber es soll ja, wie gesagt, eigentlich mainmäßig für Handy sein. Von daher ist das auch völlig okay. Stufe 8. Stufe. So, die haben dann natürlich die neue Fertigkeit, hatten wir ja schon gesehen, Knochenstachel. Die legen wir natürlich hier auf die 4. Mal gucken, was sie kann. Ich lese mir das jetzt tatsächlich gar nicht so richtig durch. Das sollte ich vielleicht auch mal tun. Können wir bitte ein bisschen laufen? Ach so, das ist quasi so eine Reihe nach vorne mit Knochenstacheln. Die so weggesmashed werden. Das ist richtig cool, wie die so richtig weggeklatscht werden und wegfliegen. Haben wir schon echt cool gemacht. Das ist zu kurz gewesen. Wir können ja nochmal leichte Explosion. Ja, können wir alles mitnehmen. Sehr, sehr nice. Ich würde ganz gerne nicht da ranlaufen. Das ist halt ein bisschen kacke. Sobald man über diese Mobs kommt hier am hier mit dem Mauszeiger, kann man halt nicht mehr richtig reinlaufen. Und das macht es dann echt schwierig, wenn ich Melee bin und dich da ran will. Aber ich will mich gar nicht beschweren. Also es klingt vielleicht so, aber das Spiel ist echt cool gemacht. Am Handy richtig gut. Kann ich wirklich nichts Schlechtes finden. The way will open. Aber auch am PC, also es ist echt gut gemacht. Es ist natürlich nicht optimal. Es ist, wie gesagt, auch nicht dafür gedacht, dass es am PC optimiert ist. Aber man kann es überhaupt spielen, von daher finde ich das super gut. Das macht mir richtig viel Spaß. Wir haben gerade einen Rang-Upgrade. Also, können wir uns mal bitte dahin stellen, damit wir hier mitnehmen können. Genau, das mit dem Platzieren ist halt so ein bisschen suboptimal hier am PC, aber ich, wie gesagt, will mich gar nicht beschweren, das ist einfach wirklich cool. Die Hölle erwartet euch! Oh oh. Der sieht böse aus. Hauptlos! Die sehen ja gruselig aus. Gegen ihn. Schätzungsweise. Wir nehmen aber natürlich ja noch die Erfahrungspunkte mit. Wir schicken die Skelettchen schon mal hin und sondern das hier gerade mal noch an. Ich würde halt gerne dich daran, aber es geht nicht. Ich darf nicht. Naja, solange wir ihn treffen, wird es vorgehen. Da fliegen ein paar Steine vom Himmel. Bitte an außen lang. Ich würde gerne mit die nächste Heilkugel einsammeln, aber ich darf nicht. Kann ich bitte diese Heilkugel? Oh, gleich müssten wir noch erledigt haben. Sehr schön. Oh, jetzt aber viel zu sammeln. So, was ist das denn hier? Weltensteinsplitter. Ach ja, den wollten sie klauen, hat uns Deckard Cain erzählt. Den nehmen wir natürlich mit, damit sie damit nichts Böses anstellen können. Hoffentlich nehmen wir den mit. Im Moment untersuchen wir ihn. Ja, wir nehmen ihn. Gott sei Dank. By Rathma. An endless sea of souls have perished because of this stone. It is a beacon to life and death. Cain will know what to do with it. Dann gehen wir doch mal zu Cain. Der weiß, was wir damit zu tun haben. Oder damit tun sollten. Vorher ziehen wir noch mal ganz kurz hier Rüstung. Ne? Wir verbessern natürlich immer alles, was wir haben. Gerade jetzt am Anfang macht es sicherlich noch einen sehr großen Unterschied. Später ist es dann vielleicht kleiner, aber natürlich dann auch gerade im Endgame ausschlaggebend. Cain, hier, ich hab was. What you've accomplished is miraculous, my friend. To face such foes and live to tell the tale. Simply astounding. We were lucky I arrived in time. The cultists were summoning demons. Their leader called out to the Lord of Damnation. A demon named Skarn. Skarn?
I have never heard of this name before. And as far as I know, there is no demon lord of damnation. Most troubling. Indeed. And there's the matter of what we do with the Shard. This sort of power does not belong in mortal hands. On that, we agree. You see, I did not come to Wortham by chance, my friend. A Herodric ritual allowed me to divine the location of several Worldstone shards. One was here in Wortham. The other lies somewhere in the nearby cemetery of Ashwold. Dann müssen wir wohl dahin. I came here hoping to obtain the shards and destroy them, if possible, before calamity descends upon us all. Der sieht aus wie meiner. Be not alarmed, my old friend, for these frail bones come to you with an urgent request. My apprentice, Lethys, through foul means acquired a shard of the Worldstone. In her pursuit of power, she has brought ruin upon Ashwold. The dead rise from their graves, and the balance teeters on the brink of disruption. Much like I, you cannot have forgotten the significance of that stone, or the sacrifice it took to end its threat. So I beg of you to lend your aid, however you can. Das machen wir natürlich. Helfen. Darkness is spreading once again, and it seems I must ask the impossible of you. Will you help me collect these corrupted shards and save our world from oblivion? Natürlich helfen wir, unsere Welt vor dem Oblivion zu bewahren. The infinite power of creation. Held by a being who would claim dominion over damnation itself. I can think of no greater threat to the balance. When shall we start? From the depths of my heart. Thank you, friend. Sehr gerne. Before you leave, I have a few gifts for you. The first of which lies here on the altar. While it may be simple, a good map is of vital importance. It will surely aid you upon your travels. Auf jeden Fall, eine Karte ist das Allerwichtigste. Also wenn wir eine Karte mitnehmen können, da hilft er uns auf jeden Fall. Nehmt die Weltkarte. This is sanctuary. To protect it, you must cross many lands. Where forgotten evils linger. Yet you must go without fear into the heart of the unknown. This burden falls to us. A chance to fight the darkness. To ensure our home survival. For a new evil covets the Worldstone's power. If a shard falls into Hell's clutches, our world will burn. Hoffentlich nicht. Hoffentlich können wir das verhindern. Here, this portal scroll has been specially attuned. Once you have reclaimed the Worldstone shard from Ashwold, you can use that scroll to open a portal to Westmarch. There, we will find a means to destroy the shards forever. Very well. I will meet you as soon as I'm able. Be cautious on your journey to Ashwold, my friend. Natürlich sind wir vorsichtig. Ihr seht schon hier links der Fortschritt 100%. Das ist hier so tutorialmäßig. Was können wir denn hier noch machen? Hier? Schriftrolle. Ach so, die. Be not fearless. For those without fear are those who have nothing precious to hold on to. Challenge fear. Overcome it, but deny it at your peril. Ja, wir können hier die Tonkarte anklicken, dann sehen wir die. Können wir uns hier anschauen. Die haben wir ja jetzt bekommen, die coole Karte. Hier oben geht es dann sozusagen eine Stufe weiter hoch. Wir sind im Moment hier bei Wortham.
Friedhof haben wir uns auch schon ein bisschen umgeschaut, glaube ich. Oder? Sind wir da schon hingelaufen? Ich glaube, da sind wir schon hingelaufen. Ja, ihr seht es hier. Also rausscrollen kann ich leider nicht. Aber es ist auf jeden Fall diese große Karte. Ihr kennt es ja wahrscheinlich alle von früher. Also die, die es gespielt haben jedenfalls. Reich der Verdammnis ab 56. Das Leveln geht aber zum Glück ziemlich schnell. Wir sehen das ja schon hier im Tutorial. Sind wir Level 10. Wo muss ich denn hin? Verlasst die Kapelle und begebt euch zum Friedhof. Gut gemacht, Held. Ihr habt Rhythm gerettet. Macht weiter und verdient euch noch mehr Ruhm und Belohnungen. Erreicht höhere Stufen und gewinnt Macht. Kämpft gegen grauenerregende Übel. Verdient euch wertvolle Belohnungen. Ja, das machen wir. Codex haben wir. Können wir uns ja mal anschauen. Das ist hier sozusagen der Einstieg überhaupt erstmal. Tippen, um Belohnungen einzufordern. Das machen wir natürlich. Rüstet zwei magische Gegenstände auf. Haben wir auch schon. Sprecht mit dem Schmied und verwertet einen Gegenstand wieder. Haben wir auch schon mal. Ui. The great cycle continues onward. Genau, da gibt es hier im Codex gibt es dann so generell eben so ein paar Sachen. Das wird sich noch ein bisschen verändern, wenn wir weiterkommen. Oder es wird noch was dazukommen, sagen wir es mal so. Hier haben wir ein einmaliges Paket. Gut, ein bisschen Werbung, dass man Geld ausgibt. Irgendwelche Sachen. Die 99 Cent habe ich tatsächlich für den Monk schon ausgegeben. Aber das ist im Prinzip Voranmeldungsbelohnung. Ja genau, die habe ich eingefordert. Da waren wir natürlich schon angemeldet. Was haben wir hier noch? Shop hat hier Pakete. Jetzt einfordern. Gratis Tagesbelohnung. Es gibt auch Belohnungen eben für einmal am Tag ein Monster töten und sowas. Ist jetzt nicht super anspruchsvoll. Bringt einen kleinen Boni. Kann man jetzt mögen oder auch nicht. Was haben wir hier noch? Post haben wir noch bekommen. Downloadbelohnung. Vielen Dank, dass ihr euch uns in Sanctuario anschließt. Sanctuario! Wir haben zum Beginn eures Abenteuers ein paar Vorräte für euch. Genau, da kriegen wir ein bisschen Startkapital. Wir können ja mal gerade schauen, was wir hier noch an Rüstung haben. Können wir da noch irgendwas austauschen? Nee, das können wir jetzt gerade beim Schmied nochmal verwerten. Upgrades können wir immer noch nicht. Aber vielleicht töten wir hier gerade nochmal einen Gegner, damit wir die Tagesbelohnung hier in der ersten Folge noch mit abholen. Einen Gegner. Das zählt tatsächlich eben erst nach dem Tutorial. Aber hier mal eben einen Gegner finden. Das wird sich sicherlich noch machen lassen. Hier waren doch gleich irgendwo welche. Da sehe ich doch schon was hier. Können wir vier eigentlich aufladen? Ja, vier können wir sogar aufladen. Aufladen sehe ich tatsächlich an der Maus eben leider gar nicht. Da läuft das ganz anders mit den Klicks. Da klappt es irgendwie nicht. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Also die Aufladeskills können wir tatsächlich dann eben mit den Tasten machen. Am Handy ist das deutlich leichter gestaltet. Jetzt sind da wieder welche respawn. Okay, wir gehen nochmal einen Schritt zurück, holen uns die Belohnung ab und dann soll es das tatsächlich für die erste Folge gewesen sein. Zum Einfordern tippen. Wir bekommen hier eine Brustplatte, die können wir direkt ausrüsten. Ist bestimmt besser, genau, als unsere. Haben wir überhaupt schon eine? Ja, wir haben schon eine, aber wir haben ein paar Sachen noch frei. Das kommt alles mit der Zeit. Oh, Bonus können wir uns hier unten nochmal... Bonusattribute. Genau, die können wir hier sehen. Magische, seltene und legendäre Gegenstände gewähren Bonusattribute. Die sind dann hier aufgelistet. Kampfwertung sehen wir hier, wenn wir das ausklappen. Generell, ihr seht einfach hier die Übersicht. Ist cool gemacht. Ich mag das Spiel sehr. Ich hoffe, es gefällt euch auch zuzuschauen. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt oder sowas, kann ich gerne versuchen, das umzusetzen. Die Charaktererstellung vielleicht noch ganz kurz. Man hat zu jedem Char sowohl weiblich als auch männlich als Auswahl, als Geschlecht und hat dann drei vorgefertigte Optiken quasi. Die kann man aber auch individuell noch anpassen. Also da gibt es noch eine Möglichkeit, das tatsächlich einzustellen, dass das noch ein bisschen individualisiert wird. Das habe ich jetzt nicht gemacht, einfach damit wir schnell starten können. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch. Mir macht es super viel Spaß und ich würde mich freuen, wenn ihr dann in den nächsten Folgen wieder dabei seid. Also danke euch und bis dahin. Ciao, ciao.